Und zurück zu einer neuen Folge God of War. So, wir sind dabei. In der heutigen Folge wollen wir den Tempel kippen. Und die Ketten, die den Tempel festhalten, haben wir ja in der letzten Folge erfolgreich gelöst. Und jetzt schauen wir noch mal, ob wir den kippen können. Dafür müssen wir, glaube ich, einmal hochfahren. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Aber falls das hier nicht funktioniert, denkt dran. Tyr hatte guten Grund für diese Hindernisse. Er macht die Jüttenhelm für Odin. Aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tyrs Wegen. Okay. So, dann schauen wir mal, jetzt können wir sie mal heben. Aus den Beinen heben! Weiß er. Klar, du bist Kreuzschmerzen gerade aus. Weltenkammer zurückkehren. Wenn die Antwort sein sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und wir sind nicht tot. Ein echtes Plus. Da, links. Von da aus können wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Okay, normalerweise müsste ich jetzt wieder... Oh, er hat recht. Ich sehe es auch. Wo du gekippt hast, kann man hochklettern. Kommen wir hier jetzt rüber? Klettern, sagst du? Ja, bei den Statuen. Ach, bei den Statuen? Mei. Aber mit den Lichtverhältnissen, das ein bisschen stört mich ein bisschen hier. Teilweise, das dauert so lange, bis, wenn man ins Dunkel geht, bis man was sieht dann wieder. Hier, oder was? Bei den Statuen. Oder meint ihr hier? Ach, hier meint ihr, mei. Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tyrs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst Weisheit. Das ist gut zu hören. Tyrs mysteriöses Objekt mitnehmen. Ha! Da lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. Na, da ist was. Okay. Mach mal bitte. Kann ich machen? Ah, jetzt. Junge, dein Messer. Junge, dein Messer. Ich glaube, dass der Messer eine Art Gotteswaffe sein könnte. Und wir haben wir bestimmt noch rausfinden. Was ist das? Der Schlüssel zu Jötunheim. Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Thomas Euter, das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja, Tyr folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Da waren wir schon mal. Der Weg nach Jötunheim, abgeschlossen. In der Zwischenwelt umsehen.
Auf Tyrs Schrein war also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt. Das würde hier sein. Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Okay, weiter geht's. Ab in die Zwischenwelt. Okay. Unsere zwei wieder, okay. Wir sind aber jetzt noch in Midgard, ja. Und hier geht's anscheinend zur Zwischenwelt dann, oder? Er sagt auf jeden Fall, ich muss da rein. Okay, jetzt ist alles natürlich gesperrt, weil wir zur Zwischenwelt gehen. Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Schwachsinn. Eintrachtstein am Ab. Zum Abgrund bringen. Ah, da sind wir schon mal runtergesprungen, da sind wir gleich gestorben. Ich habe gedacht, da kann man runterspringen, um in die nächste Welt zu kommen. Ziemlich am Anfang noch von dem Let's Play. Okay. Hier ist Tyr über den Rand getreten und der Eintrachtstein hat ihn geschützt. Hier haben wir uns anscheinend auch eine Aura drauf oder sowas. Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Er sieht vor allem nicht, wie er zurückgeht. Ah. Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Über die Zwischenwelt kommt man nach Jötunheim, oder was? Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tyr. Krasse Geschichte. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tyrs kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Geile Sache. Ey, das Spiel über... Also... Überrascht mich immer wieder. So eine Idee musste erstmal kommen. Richtig cool. Also ich finde, die Serie haben sie wieder richtig gut auferleben lassen. Der Sockel. So, wie schaut es überhaupt aus mit unserer Rage? Ah, dann nehmen wir mit. Dann sind wir wenigstens so voll. Alles klar. Hier passt alles. Können wir dann hier in die Türen reingehen? Oder was aufmachen? Das sieht nicht so aus. Nee, hier geht nichts. Okay, dann müssen wir den Sockel benutzen. Da können wir jetzt wahrscheinlich auch den Weltenstein reintun. Oh nein! Der Stein ist fort! Der Turm! Er absorbiert die Energie des Steins! Irgendwas passiert! Bewegt er sich? Geht er vielleicht jetzt wieder in die richtige Welt? Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tyrs Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht mehr. Hier nichts wie... Oh nein, das hier ist beträchtlich schlecht. Ja, Metzel! Metzel, Leute! Hinten, von vorne, von der Seite, von oben, von unten, überall. Ja, mit dem AE ist es schon besser hier. Das ist eigentlich für mich AE-Damage. Gut, dass das vorbei. Ich glaube, auch bist du. Da nehmen wir mal was. Eine kleine Heilung, die reicht. Wo sind wir jetzt? Oh, das ist Alfheim. Weißt du das? Unduru. Wieder hier. Ich hasse die Viecher.
gar nichts. Boah, zwei gleich. Logisch. Schwede. Die rennen immer in diese Scheißdinger da rein. Ja, schon wieder. Jetzt hier in die auch warum die Heilung? Oh nein, sind wir wieder in hier? Oh je, da kommen sie. Direkt hinter dir. Geil. Oh. Muspelheim. Gar nicht gut. Immer die ganzen Welten werden jetzt abge... Thank you.
der Welt auf Wiedersehen, mein Junge. Wumms. Naja, ich muss sagen, die Kameraden habe ich langsam im Griff, glaube ich. Wenn man mal das Movement ein bisschen kennt, geht's eigentlich. Es ist vorbei. Ja, aber wo sind wir? Ich weiß es nicht, wo wir sind. Hier ist jetzt aber auch nichts, was wir klicken könnten. Müssen wir hier raus vielleicht? Ja. Da, wir sind wieder am Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jürgen. Cool. Wie hat Tyr das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Und sieh, jetzt können wir endlich alle Feuerschein anzünden und sehen, was geschieht. Noch ein Name. Göndul. Als dienten sie als Gedenkstätte. Ah, jetzt haben wir ja. Genau, jetzt haben wir praktisch. Jetzt können wir alle Feuersteine anzünden, richtig, Junge? Die anderen müssen wir noch machen, da kommen wir aber hoch. Ich glaube, ich müsste eh die Ports haben für die verschiedenen Steine. Wollen wir das mal machen? Man sieht aber nicht, welche an sind und welche nicht. Nee, die sind gesperrt, wenn wir in der Zwischenwelt sind. Okay, wir müssten dafür zurück. Aber das können wir dann später machen. Ich glaube, dass ich eigentlich auf jeden... Na, was ist das hier für Alpha im Turm? Da kommen wir aber, glaube ich, hin. Wir müssten eigentlich überall raufkommen. Asgard, okay. Das schauen wir uns dann später an, würde ich sagen. Oder komm, wir machen es gleich. Oder komme ich denn da... Ich komme mit die Ports da nicht hoch. Falsch abgebogen, Bruder. Die Weltenreisekammer ist ganz oben. Wir haben vor der Abreise vielleicht noch ein paar Dinge zu erledigen. Wer weiß, wie lange wir weg sind. Auch gut. Machen wir später. Ich habe jetzt keinen Bock, da überall mit dem Boot hin zu schippern. Gehen wir mal hier rein. So, dann schauen wir mal zu den Zwergen. Ich wollte mir gerne rüstungsmäßig mal was holen. Und was hast du da draußen entdeckt? Aber ich kann das halt noch nicht herstellen. Ich wollte gerne den hier haben. Runenabwehr, Stärke, ist nicht viel Unterschied. Den hier wollte ich gern haben. Aber da fehlen uns halt Nebel. Nebelechos, Nilfheim-Legierung, Ivaldis rostige Rüstung. Müssen wir uns da holen. Das dauert also noch ein bisschen. Bäh. Na, das warten wir noch. Ein andermal vielleicht. Okay, dann würde ich sagen, weiter. Bis jetzt ist sie eigentlich noch ganz gut mit der Rüstung, muss ich sagen. Also ich habe jetzt noch keine Probleme irgendwie. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht. Und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut. Die blöden Raben müssen wir auch noch machen. Haben wir auch noch, glaube ich, 30 Stück oder so. So,
Kann ich jetzt per Dreieck sofort dorthin reisen? Oder muss ich erst den Turm drehen? Jütenheim. In diese Welt reisen. Es ist soweit. Es geht los. Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Philipp muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie er. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs, ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es nicht. Er weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Wir brauchen das Auge, schätze ich. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal, er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri! Mit Brock und Sindri sprechen. Okay, Leute, würde ich sagen, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bleibt auf jeden Fall dran und dann schauen wir mal. Ich denke mir, dass wir das Auge von ihm brauchen, damit er die zwei Augen hat. Ihr seht, er hat da bloß eins. Damit wir nach Jötunheim dann endlich mal reisen können. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi.